Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test 2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute von Hannover nach Magdeburg. Wir haben heute 25 Tonnen geladen, und zwar Diesel. Nach links an. Und ja, da fahren wir jetzt los. Genau, wir haben heute so ein extra Hänger, sage ich jetzt mal. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Demnächst rechts abbiegen. Und ja, da düsen wir heute. Heute haben wir auch wieder Glück, heute ist auch wieder hell. Gerade so noch 16 Uhr ist gerade schon wieder. Was macht der da? Westfahren, okay. Da fahren wir mal vorbei. Ja, vielleicht einen Gang nehmen, dann kommen wir auch vorbei. Ja, okay. Links, glaube ich. Ja, genau. Ja. Heute, wie gesagt, haben wir wieder Glück mit der Helligkeit. Oh, da kommt wer. So, da, da. Und ja, eins gibt's noch kurz, das heutige Video und das Video am Freitag. Die Videos sind nicht so aktuell wie sonst immer. Das heißt, falls von ETS oder von LS irgendwas Neues rauskommt, ist es in dem nächsten Video nicht mit drinnen, weil die Videos ein bisschen vorher aufgenommen worden, geworden sind, weil ich diese Woche relativ wenig Zeit habe. Deswegen das Video seht ihr ja jetzt gerade am Mittwoch. Ich habe es aber jetzt schon am Montag aufgenommen. Das Video für Freitag nehme ich morgen auf. Also ja, für euch habe ich gestern aufgenommen. Also am Dienstag habe ich aufgenommen. Und ihr seht es dann erst am Freitag. Bloß, dass ihr da schon mal auch Bescheid wisst. Die Woche habe ich, wie gesagt, eigentlich so gut wie keine Zeit. Jetzt dann heute Abend, also am Mittwoch Abend, also heute, habe ich keine Zeit. Morgen Abend, am Donnerstag auch nicht. Freitagabend auch nicht. Freitagnachmittag kann ich wahrscheinlich das Video für Samstag noch aufnehmen. Freitagabend habe ich dann auch keine Zeit und Samstagabend habe ich auch keine Zeit. Deswegen diese Woche nochmal ziemlich stressig für mich. Aber dann ab nächster Woche schaut es wieder ruhiger aus. Ich hoffe, es bleibt auch so ruhig, wie es zurzeit ausschaut. Bitte links halten. Weil dann können wir, oder kann ich mal wieder live gehen. Genau. Ja, ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS 22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS 2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und wie gesagt, mit dem Streamen schaut es jetzt so aus. Diese Woche haut es auf jeden Fall gar nicht hin. Aber nächste Woche versuche ich, dass irgendwann wieder hinhaut. Nächste Woche schaut es aktuell bei mir noch ziemlich ruhig aus, deswegen da hoffe ich mal, dass da wieder was hinhaut. Genau. So, wir erkunden hier alles, weil, wie gesagt, Hannover wurde ja überarbeitet. Und da eben auch ein bisschen die Umgebung, sage ich jetzt mal. Deswegen erkunden wir jetzt gerade eine neue Autobahn. Und wir können ein bisschen in die Außenansicht gehen, weil es ist ja schließlich Tag. Und wenn schon mal Tag ist, es geht zwar langsam wieder die Sonne unter, aber gerade ist noch Tag. Und jetzt, wenn, so wollte ich das haben, genau. So finde ich, schaut es am besten aus, wie es am Schluss war. Genau. Dann schauen wir mal, wie viele Kilometer haben wir noch. 65. Das passt gut. Schön die Autobahn erkunden. Hier eine neue. Hier ein neuer Rastplatz gibt es auch. Fahren wir jetzt gleich vorbei. Schauen wir mal rüber.
So, da. Jetzt kommt er. Da kommt noch ein LKW. Ja, da ist der neue Rastplatz. Schau, aber. Ja, ich sag mal ziemlich standardmäßig aus. Da irgend so ein Turm mit dabei. Weiß nicht, weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ja, so, dann düfen wir mal weiter. Da kommt noch mal einer. In Scania. Welche Lackierung war das? Irgendeine neue oder neue Lackierung vielleicht? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Aber hat irgendwie neu ausgeschaut. So, hier müssen wir jetzt schon wieder runter, weil wir sind. Rechts halten. Obla. Und dann die Ausfahrt rechts. 29 Kilometer noch. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier einmal schnell runter. Und dann bloß mehr Landstraße nach Magdeburg. So. Dann hier. Nach rechts ab. Einmal abbremsen. Hier rum. Und dann düsen wir mal. Ja, fahren wir 60. Ja, fahren wir kurz mal 60. Ein bisschen schneller. 63. Das schaut aber jetzt schon geil aus mit dem Herbstmod. Die ganzen Bäume und Büsche hier. Ja. Das ist halt schon geil wieder am Herbstmod, das. Jetzt zum Beispiel gerade bei der Straße die Bäume. Aber doof ist halt, dass früher wieder dunkel wird. Hoppala. Was ein bisschen zu sportlich genommen, die Kurve, sage ich jetzt mal. Hier rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay, dann hier einmal rein. Ich glaube, den Diesel, wo wir den jetzt gerade hinfahren. Ja doch, den können wir da schon brauchen. Oder eigentlich ja nicht. Aber wir fahren halt hier Diesel her. So, dann parken wir noch schön ein. Ja, mal hier umdrehen. Und dann rückwärts am besten schön rein einparken. So, da. Schaut gut aus, glaube ich. Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann ja am Freitag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Euch ja noch eine schöne Woche. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.